nicht. Was klingt bedrohlich? Ich habe den Flughafen ausgebaut. Ich bin dabei. Na, danke. Was bedeutet das alles? Dass die britische Regierung den Bau von neuen Flugplätzen genehmigt hat. Das aber wird, der Welt, gefährlichen Flugplätzen. Ja, naja, auch in den entlegenen Orten soll Wirtschaft angekurbelt werden. Mit Flughafen ist da immer gut. Oh. Uns sind zwei Panzerdivisionen abhanden gekommen, wir finden sie nicht wieder. Was, 200 Panzer sind aber, denn? Naja, müssen wir zwei neue produzieren, hilft alles nichts. Amerikanische Probleme müsste man haben. Das ist Wahnsinn. Na, wir haben ja noch mäßige Anzahl an Divisionen. Der, ich glaube, Frankreich hat halb Afrika rekrutiert. Wahrscheinlich, hä? Ich habe französisch recht. Das ist. Also, uns wird angesagt, eingesetzte Mannstärke Armee 11 Millionen bis 21 Millionen. Ja, Frankreich ist ein großes wie Land. Wie nannte sich nicht die, noch diese Idee, die hinter die Napoleon der Sechste steht, hier Le Deluge oder sowas? Weil keine Ahnung, was das bedeutet, aber. Wissen auch wir nicht. Vielleicht frage ich mal unsere Dolmetscher. Pavel Müller, Deutschpole der ersten Generation, der wohnhaft in Nordafrika ist, bemerkt auch starke Truppenregungen dort. Also, es ist auch den Polen aufgefallen. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt die Sinnflut. Oha. Le Deluge ist die Sinnflut. Ich hoffe, ich habe sie ausgesprochen. Le Deluge. Ich habe das U zu Deutsch ausgesprochen. Ich spreche leider kein Französisch. Le Deluge. Die Sinnflut. Warum schaffen es die Franzosen, selbst eine Sinnflut hübsch klingen zu lassen? Ah, Madame, gucken Sie mal, Le Deluge. Aber wie man schon gesehen hat, selbst französische Sintfluten erfrieren auf dem Weg nach Moskau. Obwohl sie die Stadt berührt haben. Weil sie so süß klingen. Konnte sie keiner mehr ernst nehmen, auch die eigenen Soldaten nicht mehr. Ja, trainiert. Wir standen einmal vor dem Tor. Lange her. Und wir hoffen, dass sowas nie wieder passiert. Wir hoffen es auch. Zum Wohle aller. Ja. Ist schrecklich. Nächster Tag Kriegserklärung. Eieiei. Meine Mätresse vollzieht wieder Sportübungen vor meinem Kriegstisch. Das ist nicht sehr hilfreich für meine Kriegspläne. Auch natürlich. Ein bisschen Arschgymnastik zum Draufschauen, das schadet nicht. Hier ist so eine, die Klosterfrau Pamela Reif. Die wird hier auf dem Bildschirm projiziert. Was? Auf neuartigen Computern. Und oh, dann Gott, werden derartige Hexenmalereien, sag ich mal, nachgeahmt. Dieser Name ist dem polnischen König bekannt. Das ist die Dürre Alte, die anorexische Bewegungen verführt. Ja. Ja, das sieht sehr gespenstisch aus. Das ist kein Weibsbild nach polnischem Königsgeschmack. Das sieht so aus, als hätte man eine schöne polnische Frau in Frankreichs afrikanische Gebiete geschickt, wo die Bevölkerung hungert und dort 3 Monate verharren lassen und dann wieder zurückgenommen. So Boah. Sieht die aus. Wer sagt denn, dass die Bevölkerung dort hungert? Pavel Müller sagt das. Deutschpole der ersten Generation. Oh, ich glaube, das erzählen die polnischen Zeitungen, um von dem eigenen Leid abzulenken. Es gibt kein Leid in Polen. Polen ist auf dem besten Stand seit Jahrhunderten. Das stimmt. Deswegen müssen ja die Zeitungen vom Leid anderer berichten. Hm.
Nach erfolgreicher Niederschlagung des deutschen Kaisers und seinen Armeen zum wiederholten Male ist Polen, so etwas gab es noch nie, möchte ich mal sagen. Weder in dieser Geschichte noch in einer irgendeiner anderen. Gewaltig. Aha. Ich habe gerade nicht zugehört, deswegen nur ein stumpfes Aha. Aha, ja, ist, dann ist egal. Wir wollten zuhören, aber haben es irgendwie nicht geschafft. Passiert. Polen hat von seiner Großartigkeit erzählt, alles gut. Ah, wunderbar. Dann ist ja wunderbar. Ich kenne das ja vielleicht, wenn er die werte Gemahlin ausholt. Da ist die Wodkaflasche schnell leer. Was? Was? Im polnischen Weibe ist der Alkohol verboten in Polen. Nein, oh. wenn die werte Gemahlin zu Diskussion ausholt. Ach so. Dann ist die Wodkaflasche schnell leer. Ach so ist das. Ich dachte, sie wollte sie schlagen, mein Herr. Ja. Nein. Hallo? Man schlägt keine Frauen. Okay, Operation Schokopudding kann beginnen. Ich habe eher gemeint, dass sie von ihr geschlagen werden. Die einzigen, die in Russland hauen dürfen, das sind die Babuschkas. Okay, Polen ist auch bereit für Operation Schokopudding. Sehr gut. Ich liebe Schokopudding. Schokopudding ist gut, dass es bereit ist. Schokopudding denn? Ja. Und wir geben nichts ab. Pudding. Ach so, okay. Polen hat sich das großartiger vorgestellt. Das reicht. Gedenken Sie bitte der polnischen Anfrage an T54. Was? Ach so. Es ist uns gerade irgendwie unerklärlicherweise abhanden gekommen. Warte mal, ich mach das so. Ja, und? Ja, muss ich einmal anfragen? Nein. Also 1500 sind theoretisch genug, aber oh ja, das ist ja, wenn sie sich das leisten können, dann vielen Dank, gerne. Polnische Konvois sind natürlich unterwegs. Polen dankt und weiß nicht, wie tief es sich bücken muss, um jemals da wieder auf gleicher Ebene stehen zu können. Polen pumpt mehr Flugzeuge dafür. Noch mehr Flugzeuge. Das ist Wahnsinn, also. Wo sind jetzt die polnischen Konvois unterwegs? Mal schauen. Okay, bis jetzt läuft Operation Kakaobohne gut. Operation Kakao. Ach, das ist. Was? Hm? Ich weiß das auch nicht mehr. Kakaobohne. Ist bei uns das Stichwort für Brasilien. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Was passiert denn in Brasilien? Wir sind es ja nicht. Was passiert denn in Brasilien? Und zwar, die Herren wissen das ja leider nicht, wie wir gerade erfahren haben. Deshalb müssen wir ihnen das mit kundtun. Die Stammesvölker in Brasilien haben sich derartig zerstritten, dass dort ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und da die amerikanische Konferenz kurz bevor stand, haben sich die nord- und südamerikanischen Unionstruppen dazu gezwungen gesehen, in Brasilien einzuschreiten und das Land unter, sag ich mal, der Union zu vereinen, um die Zivilbevölkerung auch zu schützen. Wie wichtiger ist doch, was ist denn gerade im Irak passiert? Mhm. Also, in Irak? Ich weiß nicht, ob sie damals die ob sie Herrn Musa bin Suleiman noch kennen. Wen? Musa bin Suleiman, der Terrorist aus Iran, den wir nie gefunden haben. Der ist eine natürliche Figur, die sie sich ausgedacht haben. Der ist natürlich allen noch ein Begriff. Der ist keine
aus Dachdom. Das ist doch heutzutage allgemein bekannt, die Akten liegen da oft. Ein sehr, sehr gefährlicher Mann, hm? Ein sehr gefährlicher Mann. Der gefährliche Mann sitzt leider schon seit Jahren in einem britischen Knast. Das sind Fake News, hm? Ansonsten hätten wir Moment, fast wie, im Irak... Der gefährliche Mann sitzt im britischen Knast. Mir haben sie erzählt, das war eine ausgedachte Figur. Das ist die britische Geheimdienst, weiß aufgrund der Existenz von Suleiman. Und fast hätten wir ihn im Irak erwischt, hätte die britische Regierung ihn nicht gewarnt. Oder vorher festgenommen. Hm. Der sitzt schon seit 1947 in einem Knast, der nicht auf der Karte existiert. Kann ich leider nicht mehr. Pavel Müller hat eindeutige Informationen geliefert, dass sich Suleiman noch gerade nach Saudi-Arabien flüchten könnte. Dann sollten Sie vielleicht Ihre Informationen bzw. Ihre Informanten über... Pavel Müller hat auch die großen Bewegungen in Afrika, Truppenbewegungen von Frankreich gemeldet. Ich glaube, Pavel Müller ist sehr, sehr zuverlässig. Pavel Müller sitzt schon längst in einem französischen Gefängnis. Wer beliefert dann die polnische Regierung mit Geheiminformationen über Truppenbewegungen? Vielleicht ist es die französische Regierung selbst. Dann Dank natürlich. Doppeltes Spielchen. Na, hier, schauen Sie sich das mal an, hier, den Klumpen. Ja, ja. Aber ist Ihnen die neueste Landgewinnung hier aufgefallen? Aufgefallen? Bitte mal annehmen. War schon ewig da. Nein, nein, das war vorher ein anderes Staatsgebiet, mein lieber Herr. Stimmt. Hä? Es hat sie... okay, ja. Autonomie und so. Frankreich hat Syrien ja die Autonomie gewährt. Ja, selbstverständlich. Syrien hat das verdient. Das ist natürlich ein edler Zug. Das ist aber tatsächlich schon 1950 passiert. Ein edler Zug. Das haben wir nicht mitbekommen, das tut uns leid. Das haben wir nicht mitbekommen. Auf unserem Befreiungsfeldzug von Suleiman für den Irak ist uns das aufgefallen. Ach, Sie wollten Suleiman also befreien? Nein, den Irak von Suleiman. Das ist ja. Jetzt legen Sie uns nicht unsere Worte zurecht. Der britische Präsident kann Ihnen das sicher erklären. Beginnen Sie, mein Herr. Herr Brite, beginnen Sie. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was die wollen, also ich bin leicht verwirrt. Das wäre schon zu. Ich denke, hier werden Fakes verbreitet, um Kriege zu rechtfertigen. Oh, die ersten 50 Panzer sind soeben in Königsberg eingetroffen. Wunderbar. Sehr gut. Wird noch die restlichen 4950. Nein. Aber polnische Hausfrauen sind schon dazu angestachelt worden, schnellstmöglich das Einhorn-Emblem auf die Husarenpanzer. Die Frage ist jetzt, ist es durch den Mangel von Konvois? Nein, nein, Konvois sind genügend vorhanden, aber es kann natürlich nicht so viel auf einmal transportiert werden. Eigentlich schon, wenn genügend Konvois vorhanden sind. Echt? Wir haben schon Lieferung in 24 Tagen. Ich habe 307 Konvois. Ja, aber warum? Ja, 307. Sie brauchten dafür irgendwie 30.000 oder so. Ja, wer hat 30.000 Konvois? Kommen Sie. Bleiben Sie realistisch. Also eigentlich alle. Ja, genau. Polen braucht nicht so viele Konvois. Die Frage ist doch, wer hat nicht 30.000 Konvois? Polen benötigt nicht 30.000 Konvois. Warum sollte Polen 30.000 Konvois benötigen? Damit es 25.000 Panzer von A nach B bringen kann. Vor allem 5.000 Panzer von A nach B, obwohl eigentlich eine Landgrenze besteht, die länger ist als... Genau, eben. Wahrscheinlich wird das auch nicht über Konvois gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt darüber gemacht wurde. Ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, warum das... Die britische Union entsendet mal eine U-Boot-Staffel, um die polnischen Frachter zu bewachen, damit keine Banden kommen. Wäre doch schade, wenn Polen seine Frachter verlieren würde. Wenn da Unfälle passieren würden, ne? Nein, andersherum. 4.950 wurden schon geliefert und 50 fehlen noch, mein lieber Herr. Ach so, dann. Das haben Sie falsch rum gelesen, ich wundere mich auch gerade. Ja, in 14 Tagen kommen die restlichen. Stimmt. Ja, jetzt sehen Sie 307 polnische Transporter. Easy. Und das Eisenbahnnetz funktioniert auch. Also, ich wollte schon fragen, wie nur 50 kommen an auf einmal. Das dauert dann ja ewig.
Wo ist denn wo sind die Bliskawitzer hin? Am 28. Oktober. In 3 Tagen wird der erste polnische Großkampfzerstörer zu Wasser gelassen. Eieiei, Karamba. Ja. Welche Klasse denn? Die Schrottklasse. Herr Brete, was ist denn bei Ihnen da los? Was ist bei Ihnen los? Das verstehe ich jetzt nicht, was er bei mir hat. Hat nicht jeder dieses Pamphlet bekommen? Nein, berichten Sie. Das ist ein Hörgespinst meiner Agenten dann. Was denn? Hören Sie es auf? Wirklich, wenn es in die russische Pravda geschrieben hat, das ist leider in Polen wurde diese Auflage nicht verlegt. Nein, das ist russischer Geheimdienst. Ach so. Darf ich auch, das ist. Ist nur ins falsche Fach gelegt worden, ne? Falsche Fach gelegt worden. Nicht für die Öffentlichkeit gereift. Fachgeheimdienst, Fachzeitung. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist halt, das sind drei Aktenhalter, die direkt übereinander liegen zwischen öffentlich, nicht öffentlich, Zeitung. Geheimdienst. Das ist ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Das ist ein wirklich sehr schönes Bild. Wir kennen ja vielleicht diese Papierablagen. Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht? Da rutscht doch mal schnell was falsch. Einmal ins falsche Fach geschoben, ne, und dann ein Krieg ausgebrochen. Wenn er das Land dann fragt, warum, ja. Tut mir leid. Jetzt musst du durch. Hey, das wird interessant. Was denn? Ach, interessant ist, Deutschland ist so klein und hat so viele Fabriken, dass Deutschland tatsächlich alles, was geht, ausgebaut hat. Ich finde es verwunderlich. Das muss ich kurz anmerken. Wir schreiben das Jahr 1951 und der Dschungel von Brasilien hat eine Straße, die einem Feldweg gleicht. Also das ist eigentlich keine Straße, es ist Wiese. Es gibt keine Straße. Ich muss sagen, es gibt keine Straße. Wir müssen uns hier mit Schwertern durch diesen Busch durchschlagen. Es ist 1951. Das ist Wahnsinn. Das ist Ledermausland. Was wollen Sie? Das ist der Wahnsinn. Vor allem, ich würde eher sagen, dass die Brasilianer vielleicht ein bisschen den Urwald schützen wollten. Wir haben gedacht, okay, vielleicht irgendwie, hier gibt es vielleicht einen kleinen Traktorweg oder was weiß ich, aber gar nichts. Ich glaube, die Brasilianer schwingen sich so von Liane zu Liane oder so. Also, das ist... Jetzt müssen wir hier noch Macheten austeilen, weil sonst hier gar nichts vorangeht. Die schlachten die Brasilianer mit Macheten? Nein, durch den Dschungel, um uns fortbewegen zu können, nein, nicht. Polen würde als Wiedergutmachung von den polnischen anscheinend Militärflüchtigen, die in Japan gekämpft haben gegen Amerika, 8 Alpinjägerdivisionen schicken, also Pioniere, um ihnen den Weg durch den Dschungel zu erleichtern, wenn sie möchten. Sehr gern. Wie gesagt, obwohl Polen nichts von diesen subversiven Elementen gewusst hat, steht Polen trotzdem in der Schuld von Amerika und möchte das wieder gut machen. Am 2. September treffen die polnischen Truppen ein. Bin ich gespannt. Die werden in... Wo kommen die denn hin? Da steht nur in Amerika. Interessant. Also da gibt es ein Stück. Ja, 2, 3. Ich würde sagen, ist ja auch so, dass... Kann nur sein, nur dass sie unterwegs sind, bis der Krieg zu Ende ist. Aber werden wir sehen. Ja, vielleicht landen wir direkt in Sao Paulo und schlagen uns dann durch die andere Richtung durch. Nee, oben Anchorage in Alaska. Wir sind dann mal in einem halben Jahr da. Wir müssen jetzt erstmal hier die Straßen ausbauen, sonst... Der Angriff stockt. Gut ist, dass die polnischen Gebirgsjäger keine Straßen brauchen. Leben die, oder? Die sind sehr, sehr dünne, aber sehr, sehr zähe Männer. Die schlängeln sich durch Grashalme hindurch, sind unaufhaltsam.
extrem hohen Maschinen. Wenn Windstoß kommt, dann können sie, wenn sie Windstoß kommen, dann sind sie Fallschirmspringer, weil sie fliegen können. So oder? Ist es ja. Mit einem Messer im Mund springen sie dann hinter die feindlichen Linien. Ich würde gerne mal den Amerikaner für den 29. Dezember nach London einladen. 29. Ja, ja. Ja. Oh, da wird vielleicht nachverhandelt wegen südamerikanischem Gebiet der Britischen Union. Könnte das sein? Ich weiß nicht, warum der Brite mich einlädt. Ich kann keine Auskunft dazu geben. Maryland. Okay, es ist besser, wenn sie unvorbereitet. Maryland, wo sind sie gelandet? Ja, Maryland. Ah, dann geht's. Wo liegt das? Ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Ach, dort oben, Washington. Ah, ja, Maryland ist oben. Hauptstadt. Wir machen 20 Kilometer pro Stunde. In 30 Tagen sind wir an der Front. Ausgeruht. Gut. Und tot gelangweilt. Also, ich hoffe, sie können Entzug nehmen, sonst sind sie nicht ausgeruht. Ja, ja, fahren wir natürlich mit dem Zug. Natürlich nur bis Brasilien, da gibt's ja keine Züge mehr. Aber ich weiß nicht, sehen Sie das hier? Ja, ich sehe sie. Ah, da, also ich meine, ich habe gepinkt, aber das werden Sie nicht sehen wahrscheinlich jetzt. Nein, das würde mich jetzt stark wundern. Dann müssen also wir über den Fluss. Den, ja. Ah, also durch Amerika geht es ziemlich schnell. Ich glaube, danach wird es ein bisschen kritisch. Ja, es ist überall voll, bis auf die Waldgebiete, aber die werden gerade auch mit Baggern gerodet, was das Zeug hält. Ja, schön, den Regenwald abholzen. Ja, volle Granate. Auxit für Frankreich. Also wer Holz braucht, der, wir haben jetzt ein bisschen was. Aber leider sind das keine Ressourcen, die wir hier aktiv benötigen. Okay, ja. Ich glaube, wir haben genügend Flughäfen hier momentan. Polnische nicht mitgerechnet. Wird interessant. Der Pole hat bestimmt schon 50 Millionen Kasernen besucht auf der Reise. Ja, das war die Sightseeing-Tour hier an der Küste entlang. Jetzt geht's durch Mittelamerika. Ja, in 30 Tagen durch die ganze USA. Das ist natürlich. Schauen Sie mal. Sehenswert. Ein paar Sehenswürdigkeiten. Ah, jetzt sieht es auch gut aus auf der Karte. Wenn man jetzt rausscrollt, in der Geografiekarte ist der Name endlich gerade. Oh ja, da ist nur noch ein bisschen Schmutz im Norden von Südamerika, den man entfernen müsste, damit es schön blau ist. Aber ansonsten... Ja, ja. Wir warten mit dem Angriff, bis die Infrastruktur halbwegs akzeptabel ist. Polnische Agenten haben übrigens Flughäfen gezählt und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 5. In Amerika? Nein, nicht in Amerika, in Europa. Und? Was ist das Ergebnis? 5. Ah, sehr gut. Ein schönes Ergebnis. Polen liebt die Zahl 5. 5 ist nämlich so viel, wie ein durchschnittlicher Pole beim Klauen tragen kann. Okay. 5. Egal was, 5. 5 Autos, genau. LKW-Ladung. 5 hat sich Panzer etabliert. Nimm nie mehr als 5. Ist das mit eine Mutter in Polen mit auf dem Weg. Oh Gott. Woran liegt es denn, dass hier kein Durchkommen ist? An der schlechten Infrastruktur oder an den starken... Ja, ja, die schlechte Infrastruktur. Wir hatten gerade starken Verschleiß, deswegen machen wir kurz einen Halt. Oh, ich sehe schon. Und wir bringen jetzt noch Luftnahunterstützung in die Luft. Die ganze Sache hier etwas zu vereinfachen.
dowódco! So, dann schauen wir mal, ob hier ein Durchbruch möglich ist. Ich weiß noch nicht, wie viele Truppen sich da befinden, da wo die polnischen Divisionen hinmarschieren. Brasilianische Panzer? Struktur ist gleich auf 4. Stimmt, das sind brasilianische Panzer, holla die Waldfee. Ja, Brasilien hat jetzt auch einen Teil ihrer Truppen. Ah nein, es sind noch einige Divisionen in China platziert. Was ist, aber die werden kontinuierlich von unseren U-Booten abgefangen. Der Pole wird einmal ihr Augenmerk hierauf richten, dass später für Operationen nasse Füße zur Verfügung steht. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist ein bisschen extrem, glaube ich. Aber ja, das wird schon inside alles groß, ne? Richtig. Ja, ich sehe ein bisschen aufgestanden. Was? Was? Und anscheinend leiden die Sowjetentruppen auch an leichtem Übergewicht. Nein, das ist nur, wenn die wochenlang rumsitzen und nur Wodka trinken, dann müssen die immer wieder ein bisschen Bewegung haben, oder nicht? Fett werden Russen nicht. Zumindest die, die da vorne stehen, nicht. Alles topfit und dauerbesoffen. Aber topfit. Wie gesagt, ich kann in diese Vorgehensweise nur schmerzlich ans Herz legen. Oh. Ah, diese die Taktik wurde gekontert, ja. Krasse ist. Diese Taktikmodifikatoren. Die es nicht mal gibt, weil mal Taktiken eingesetzt werden, vernünftige. Ja, man müsste halt einen guten General haben, der da gut reagiert drauf. Hm? Und auch nur einmal anmerken, dass der russische Turmuhr Zähne schlägt. Ja, wie sieht's aus? Erleben wir heute noch Wurstbrot, Akquise oder? Ich befürchte nicht. Wie, warum nicht? Also ich meine damit, selbst wenn wir jetzt noch spielen, wird sich das wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen. Okay. Lass mal das und wir müssen alle. Ja, sowieso. Ich kann morgen eh wieder arbeiten. Morgen arbeiten, ist klar. Ja, da kann man nichts machen. Ja, ich sehe schon, Brasilien steht, da müssen wir uns was überlegen. Das heißt, ich pausiere, oder? Ja. Und speichern wir alle mal. Bitte alle speichern, nicht, dass wieder irgendwas schief wird. Der polnische König rät den amerikanischen Präsidenten. Seeinvasionen an. Seeinvasionen? Ja. Das geht ziemlich fix. Wir haben 90 Divisionen Seeinvasion, aber die sind nicht in Brasilien lokalisiert. Ja, aber ein, zwei hier nur, um hinten reinzuspringen. Ja, wir bilden geradeaus. Sehr gut. Und mit unseren Panzern, wir sind ja nicht in einem Bündnis, können wir auch Battleplan nutzen und dann müssten die theoretisch diese Truppen überrennen. Okay, ja, das ist sehr gut. Theoretisch. Dann sage ich jetzt vielen lieben Dank fürs Zusehen. Heute eine kleine oder kürzere Folge, aber es muss hin und wieder sein. Dafür gab es ja immer wieder eine Stunde. Und es sieht sich noch ein bisschen hin, man sieht es, 52, aber Polen kann ich angreifen. Ansonsten haben wir zu starke Mali. Wir müssen warten, bis Frankreich das macht. Wir werden vielleicht Indien angreifen. Das wäre interessant. Da muss ich mich noch mit dem russischen Comrade absprechen. Ciao.